liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Story oder mit dem Versuch. Heute die gute Nelly im Story-Rennen auf der Flucht zu bezwingen. Wer die vorletzte Folge gesehen hat, der weiß genau, was ich da meine. Da ist nämlich eine gute Dame, eine junge Dame dabei, die mir so ein bisschen Paroli geboten hat und das fand ich nicht so witzig und deswegen fahren wir heute nochmal auf der Flucht. Eine gute Entscheidung. Fahren wir. So, wir wollen mit der guten Roschni ein gutes Rennen fahren, aber sie hat da so eine Kollegin mit ausgepackt, die... Hast du Angst um deinen Lack? Ich habe garantiert nicht Angst um meinen Lack, ich will dich haben. Die nächste rechts. Ich nehme an, unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen, um nicht aufzufallen. Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Und wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Noch nebenbei kurz eben das Folien, die Kill 1 zusammen hier. Zeig mir, dass du wirklich so gut bist. Dann reden wir über deine Bezahlung. So, ihr müsst ja gleich da sein. Wir sind da. Also nochmal, das Auto ist jetzt auf Offroad getuned, beziehungsweise auf Rally, und ich hoffe, dass wir es jetzt endlich schlagen können. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. So, heute versuchen wir uns die Inspiration zu holen. Und sie zu schlagen. Nelly ist die gute Dame mit dem silbernen Mercedes direkt vor uns. Vor uns schön. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Na dann, ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Wir haben ein bisschen mehr rausgehauen aus dem Tuning. Wie gesagt, eigentlich was anderes geplant als wir die Julia heute tunen. Oder die jetzt Zeit, aber scheinbar nicht. Und jetzt versuchen wir sie zu holen. Da kommst du schon wieder angedackelt. Die Nelly. Dein Start ist schon mal vielversprechend. Hey, endlich mal eine andere Laberei als. Was du so vorher von dir gegeben hast. Ja, das macht aber bist du das Auto aus? Mit dem Porsche habe ich. Du musst in diesem Rennen nicht nur mich besiegen. Wieso spielst du nicht mit mir? Seht ihr, wer vorne ist? Ich! Da müssen wir hin! Noch! Ich hab sie nämlich noch hinter mir, die alle.
sind wohl nicht so gut, wie ich dachte. Na, ihr nicht, aber... Die gute Dame, die da hinter mir versucht, gerade mit zu erhalten, euch am Arzt, habe ich sie endlich geknackt bekommen. Aber das Rennen hat noch ein paar Meter. Lass mich nicht hängen! Wir haben noch 80 Meter. 80% erst. Fast 90. Jetzt kann ich so ein bisschen abhängen. Aber scheinbar hat der Umbau sich gelohnt. Yes! Endlich! Du hast uns alle bloßgestellt. Genau das wollte ich. 22.000. Ich denke, jetzt können wir reden. Der Showdown erwartet eine Lieferung mit High-End-Modifikationen, welche in die Stadt geschifft werden. Allerdings werden die sie nie erreichen. Fahr nochmal gegen uns und zeig dieselbe Leistung wie hier. Dann gehört eins dieser Teile dir. Deal. Ich sag Bescheid, wenn wir soweit sind. Okay. Auf der Flucht abgeschlossen. So, also es gab tatsächlich nur Geld. Es gab tatsächlich nur Geld. Es gab keine RP. Aha, okay. Gut, dann fahren wir mal ein bisschen in der Nacht heute. Und ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwie ein Auto, was wir hier in der Nähe noch haben. Wo bin ich denn überhaupt gerade? Da bin ich. Okay. Dann fahren wir heute noch ein bisschen driften. Weil wir brauchen RP. Wir müssen nämlich Level 20 erreichen noch diese Folge. Das wäre nämlich der Plan. Genau, nehmen die mal mit gerade. Safe mal gerade. Weißt du, immer wenn ich denke, ich habe die letzte Beule an dem Camaro beseitigt, finde ich eine neue. So, den Porsche mal kurz nehmen. Warte mal, kann ich mein Auto als Swift umbauen? Den Alpha? Das ist ja Straße, ne? Ich baue den Mustang als Swifter. So, nehmen wir mal die Driftreifen auf den Ford Mustang. Dann habe ich für jedes Event, dann brauche ich die Autos nicht verstauben zu lassen, sondern nehme sie einfach nur mit. Willst du dir ein nettes Upgrade verdienen? Dann komm zu unserem Rennen und kämpf um eins. Warte, dann muss ich noch mal kurz in die Garage.
So, ich hoffe, dass ich jetzt in der Nacht rauskomme. Weil ich brauche, wie gesagt, die ERP. So, weiter geht's heute mit dem Speed. Also, wir sind ja immer noch mitten drin in der Folge. Und zwar wollen wir heute ein bisschen driften gehen. Das ist das große Ziel, nämlich in der Nacht. Wir wollen nämlich Level 20 erreichen. Im Idealfall heute noch. Ich musste nur einen kleinen Break gerade machen. Bin aber jetzt bald wieder da für den zweiten und letzten Teil. Ich muss gerade mal bremsen, weil da kommt nämlich irgendwas, was aussieht wie ein Kopf. Okay, der biegt ab. Weil ich würde gerne mit euch in der nächsten Folge dann nämlich anfangen mit den Zusatzmissionen. Die da heißen. Beziehungsweise diese Kartenmission, diese 20er Mission. Da ist das Ding. Ja, also wir sollen einfach noch mit Rain driften und einmal im Idealfall mit Rauschen noch mal eine Runde fahren. Die passenden Autos haben wir jetzt dafür. Davon ist das klar, dass du da noch mal rein musst. So, wir brauchen noch 3200 Reputationspunkte und wir kriegen 6800, wenn wir das Ding nach Hause fahren. Und das machen wir denn jetzt noch? Den Super Roadrunner. Erreiche 37.000. Das Auto sollte hoffentlich dafür möglich sein. Ich könnte ein bisschen konzentrieren. Und die 37.000 sollten eigentlich Pipifax sein. Ja, wir haben jetzt schon, wir haben noch nie mal 20% gefahren, wir haben schon fast 31.000. Da haben wir also schon. Aufgabe erreicht, Level 20. Dann können wir in der nächsten Folge tatsächlich das machen, was ich vorhatte. Hätte ich gedacht, also der hätte mir 137.000 geben können, den ich locker wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich sogar locker schaffen. Ja, es hat sich doch ein bisschen gelohnt, das Geld auf jeden Fall in neue Autos zu investieren. Und also wie gesagt, 137.000 würden wir locker packen. Dann haben wir die Hälfte, die haben schon fast 82.000.
105. Auch schon die 137.000. So, mal gucken, ob wir die 200 packen. Prozent haben wir jetzt mittlerweile. Hört weh, haben wir sie. Und am Ende sind 224.000. Nur so nebenbei. So, jetzt müssen wir gerade gucken, weil die irgendwo zurück in die Garage kommen. Upsi. Gerade mal gucken, ob wir nicht irgendwo eine Garage sogar noch näher haben. Er ist da hinten. Ne, da oben ist einer, okay. Da müssen wir da erstmal hin. Oh, warum verkrachen mir eigentlich immer die Leute in die Karre? Können sogar für Level 21 erreichen. Ich weiß nicht, ob die dann nochmal diese da das Doppelte nehmen. Bei Heatschiffe 2. Ja, mal gucken. Painting hier mit. Das ist mich hier hinter an der Hütte. So, nehmen wir die Garage mit. Jetzt guck ich mal. In manchen Nächten muss man einfach die Zähne zusammenbeißen. Die Kohle ist jetzt gerade egal. Reputationspunkte, die haben wir erstmal 7.000. Ne, dann zählt er die doch noch. Also wir haben jetzt 14.100 haben wir gekriegt. Und damit haben wir Level 20 erreicht und können endlich mit den neuen Missionen beginnen. Und zwar in der nächsten Folge dann. So.
So, ein Führungsmitglied mit einem tiefsten Hass auf Kopf hat Rachel gebeten, ihm bei der Suche nach einem seinem gestohlenen Essen 5 zu behelfen. Begibt sich die Jagd nach dem Verantwortlichen, ich werde kostbaren Besitz sicher, bevor er für immer verschwindet. Und das machen wir in der nächsten Folge. Aussieht, aber jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen was. Erstmal ein Chevrolet Bel Air. Nissan Skyline. 18 Autos sind es. Mazda MX-5. Nochmal Mazda MX-5 aus dem Jahr 2015. Ford Mustang Foxbody. Acura RSX. Ein Honda Civic Typ R. Ein Honda S2000. Ein Volkswagen Golf GTI. Subaru Impreza WX SCI. Oh, nicht schlecht. Ford Raptor. Chevrolet Grand Sport. Ja, endlich. BMW M5. Mercedes AMG G63. Jaguar F-Type R-Coupé. Nissan GT Premium. BMW Yacht Roadster. Und der Aston Martin DB11. Weil ich gerade ein Auge auf die Corvette geworfen habe. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem bisschen Zusatzmission und da freue ich mich schon drauf, wenn die endlich losgehen. Bis dahin bei Let's Play Need for Speed Heat.